Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Einzelplan 15 ist jetzt noch einmal eine Gelegenheit, über die Situation, über die schwierige Situation Studierender in der Corona-Pandemie zu sprechen. Und viele haben die Situation ist in der Tat schwer, weil viele haben ihre Nebenjobs verloren, z.B. in der Gastronomie. Die Seminare finden jetzt eigentlich nur noch digital statt. Das ist natürlich gerade für die Erstsemester sehr schwierig, die sich auch erst orientieren müssen. Praktika können zum Teil nicht absolviert werden. Und man muss ja auch sehen, dass viele Studierende auch nicht einfach bei den Eltern mal um Geld fragen können, weil die ja auch von der Pandemie betroffen sind und vielleicht Einkommensverluste erlitten haben. Über ein Viertel der Studierenden mussten sich Corona-bedingt zusätzlich verschulden. Laut KfW haben Studierende von März bis Oktober rund 1 Milliarde € an Schulden aufgenommen. Das waren im Zeitraum im Jahr davor, das sind viermal so viel wie im Zeitraum im Jahr davor. Das heißt, wir haben eine wirklich äußerst schwierige Situation für Studierende. Und ich muss an der Stelle sagen, von der Bundesregierung und insbesondere von der zuständigen Ministerin, Frau Karliczek, kommt da wirklich sehr, sehr wenig. Erst kam überhaupt nichts. Dann hat man gesagt, okay, das BAföG wird ein Semester länger gezahlt. Das ganze Thema Überbrückungshilfen, wo ein ganz großer Teil auch abgelehnt wird von den Anträgen, weil die Studierenden entweder nicht nachweisen können, dass sie notleidend genug sind, oder aber, dass ihre notleidende Situation auch zweifelsfrei durch Corona verschuldet ist. Auch die Studienkredite sind problematisch, die ja auch irgendwann dann wieder zurückgezahlt werden müssen. Also von daher muss ich sagen, das ist wirklich eine absolute Fehlleistung der Bundesregierung. Und da sind die Studierenden gehen einfach vollkommen unter. Was wir bräuchten, wäre dringend eine Reform des BAföGs. Und was wir brauchen, wären Hilfen des Bundes für die Studierenden, meine Damen und Herren. Ich will an der Stelle. Ja, okay. Ich will an der Stelle noch über die auch über vom Land gab es ein paar Hilfen, auch die waren nicht ausreichend, aber in der Tat sehe ich da eher den Bund in der Pflicht. Aber was die Aufgabe des Landes ist, ist die soziale Infrastruktur für die Studierenden. Das ist Aufgabe des Landes, und da müssen wir noch einmal über die Situation bei den Wohnheimen reden, die hochproblematisch ist. Das zeigt sich jetzt natürlich in der Corona-Pandemie noch stärker, aber es ist ein Problem, das erst einmal davon unabhängig ist. Wir haben die Situation, dass seit 2007 es einen Studierendenanstieg von 47% gab, aber nur einen Anstieg von Wohnraum von 8% für die Studierenden. Das heißt, wir haben hier ein echtes Problem. Wir haben in einer Stadt wie Frankfurt mit all den vielen 10.000 von Studierenden haben wir nicht mal 3.000 Wohnheimplätze. Und die Kosten für studentisches Wohnen ist selbst in den Wohnheimen oft zu hoch für die BAföG-Pauschalen. Aber wenn man als Studierender versucht, auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu bekommen, dann reicht das Geld einfach nicht. Und da, finde ich, muss die Landesregierung unbedingt mehr tun, weil Hessen ist bei der Wohnraumquote bei Studierenden auf einem ganz, es war der drittletzte Platz vor einiger Zeit, es ist seitdem nicht so viel hinzugekommen, was das Verhältnis angegangen ist. Also hier muss dringend etwas passieren, weil die Studierendenzahlen viel schneller steigen als die Wohnheimplätze, Frau Ministerin. Und wir müssen auch über die Finanzierung der Studentenwerke reden. Auch da haben wir ein Problem, weil die Landesanteile prozentual immer weiter sinken. Die Studentenwerke, darauf sind gerade die Studierenden angewiesen, die eben keine reichen Eltern haben und die sowieso schon schwer hatten, den Weg bis an die Hochschule zu finden. Und wir haben mittlerweile einen Landesanteil von unter 10%. Also auch hier, finde ich, brauchen wir dringend auch eine Stärkung der sozialen Infrastruktur der Studierenden. Ich kann jetzt nicht mehr lange auf die grundsätzliche Unterfinanzierung von Hochschulen eingehen. Das sind ja auch alles Fragen, die wir im Hochschulpakt diskutiert haben, auf ein schlechtes Betreuungsverhältnis, das wir haben an den Hochschulen und auf zu viel befristete Beschäftigung. Fakt ist aber, dass wir hier dringend mehr Mittel brauchen für die Studierenden, für die Hochschulen, für die Beschäftigten dort. Ich will zum Kunst- und Kulturbereich kommen, weil in der Tat ist hier das Wissenschafts- und Kunstministerium nicht untätig gewesen. Sie haben da einiges gemacht. Also, wenn ich an die Stipendienprogramme denke oder das Kulturpaket, jetzt auch dieses Rettungspaket Neustart und alles. Also, da ist ein bisschen was gemacht worden. Die Situation der Kulturschaffenden ist dramatisch in dieser Corona-Situation. Der Eindruck ist auch, dass die finanzielle Bearbeitung von Anträgen teilweise immer noch zu lange dauert, dass da es bürokratische Hürden gibt und das eben auch noch einmal eine zusätzliche Belastung ist.
Einen Punkt finde ich an der Stelle wichtig, dass wir auch die Kultur darauf vorbereiten, wann auch immer sie wieder öffnen kann, jetzt auch schon zu schauen, unter welchen Bedingungen wird sie es tun können. Weil wir wissen nicht, ob die Theater, die Museen, die Kinos ab dem 1.3. oder ab dem 1.2. wir wissen nicht, wann sie öffnen können. Aber ich fände es wichtig, jetzt schon zu diskutieren, unter welchen Bedingungen gelten dann 5 Quadratmeter, 3 Quadratmeter, müssen Luftfilter eingebaut sein. Weil wenn man dann kurzfristig sagt, unter welchen Bedingungen sie öffnen dürfen, dann ist es eben alles noch schwieriger. Wir haben in Hessen eine sehr reiche Kulturszene, sowohl die Staatstheater und die Landesmuseen, aber eben auch die freie Szene. Und die müssen wir erhalten unbedingt, weil Kultur ist systemrelevant und die muss es auch nach dieser Krise, müsste es diese kulturelle Vielfalt in Hessen auch geben. Die muss unbedingt erhalten werden. So, und, ich komme dann zum Schluss. Wir haben die Frage meiner Redezeit jetzt nicht abschließend geklärt, Herr Präsident, aber ich löse das Problem jetzt einfach pragmatisch und komme zum Schluss. Ich will ein Letztes sagen. Nur, Herr Grobe hat eine furchtbare Rede gehalten. Das ist man von der AfD gewohnt. Und ich kann jetzt das nicht alles, will ja nicht zu dem allen was sagen. Ich will nur eines sagen. Sie haben George Orwell zitiert. George Orwell war Sozialist. Und George Orwell hat im Spanischen Bürgerkrieg mit den internationalen Brigaden und mit der PUM, das M steht übrigens für Marxismus, den Sie so verachten, hat gegen den Faschismus gekämpft. Orwell hat gegen den Faschismus gekämpft, er hat gegen die Rechten gekämpft, er hat gegen solche Ideologien gekämpft. Und würde George Orwell heute noch leben, dann würde er die AfD und ihre Politik verachten. Und deswegen hören Sie bitte auf, Leute wie Orwell für Ihre Politik heranzuziehen.